Der Fall des 10-jährigen Mirko ist geklärt. Aus reinem Frust über beruflichen Stress soll ein 45-jähriger Familienvater Mirko umgebracht haben. Der Leiter der Sonderkommission Mirko, Ingo Thiel, erklärte, der mutmaßliche Täter Olaf H. habe gestanden, den Jungen am 3. September vergangenen Jahres überfallen und getötet zu haben. Als Motiv habe er Stress und Frustration angegeben. Nach einem Streit mit seinem Chef sei Olaf H. planlos umhergefahren und zufällig auf Mirko gestoßen. Er habe ihn mit seinem Auto überholt, sei ausgestiegen und habe Mirko aufgefordert, in sein Auto zu steigen. Vermutlich sei es später zu einem Sexualdelikt gekommen, so Thiel. Olaf H. war am Mittwoch in seinem Haus festgenommen worden. Der 45-jährige Mann hat laut Polizei keine Vorstrafen. Von pädophilen Neigungen sei nichts bekannt. Olaf H. sei in dritter Ehe verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 2, 14 und 17 Jahren.